Drop this bass. Damit ein ganz herzliches Willkommen zu Map Legends. Besser gesagt Minecraft Map Legends. Und zwar habe ich einen Kompromiss gefunden, weil es haben viele auf Legend, also Project Legend, bestanden. Allerdings hat da noch jemand Minecraft Adventure reingeschrieben. Da habe ich mir gedacht, dann machen wir mal einen Kompromiss und machen Map, also Minecraft Adventure Project Legends. So habe ich einen guten Kompromiss gefunden, hoffe ich mal. Und ist auch kurz und knackig und passt. Gut, man hat mir auch empfohlen, das Haus aus Quarz zu machen, aber ich wollte lieber Marble machen. Und dafür müsste ich eigentlich erstmal ein paar Bücher machen, Book. Und dafür bräuchte man eigentlich erstmal Leder. Weil wir haben ja schon ein paar Level. Scrapboxen oder halt wir finden hier eine Kuh. Wir machen erstmal hier kurz einen Waypoint. Ging das mit so? Da. New Base. Okay, das mal für den Fall, dass wir uns verlaufen und uns wieder zurückfinden. Also weit wollte ich jetzt auch nicht laufen. Gut, wir haben ein Eisenschwert. Essen, haben wir noch ein bisschen was. Vielleicht haben wir schon hier drüben mit der Kühe. Und hier haben wir Clay, was wir bestimmt dann auch noch benötigen werden. Denn ich wollte das dann etwas automatisieren, die Erzverarbeitung. Dark Oak Wood, ja, das ist auch mal schlecht, dass wir das leider drüben haben. Schweine. Ein Skelett. Zwei Skelette sogar. Spinnen. Nö, ich greife dich nicht an. Ach ne, es war kein Skelett, es war nur ein Schwein. Appetit. Ein Hexenhaus. Hui. Ich bräuchte wenn möglich allerdings mal eine Kuh und da ist eine Hexe. Und begebe ich mich jetzt schon quasi in der sechsten Folge. Ne, siebten Folge, Entschuldigung. Ja. Kann man mitnehmen. Da oben haben wir Quarried Stone. Ich hoffe mal eher, dass wir jetzt hier eine Kuh finden, dass wir uns wenigstens Bücher machen, ein Buch machen können und das dann mit EMC tauschen können. Ja, das war klar, ich schaffe das wieder nicht. Tja, Leike Kirsch, er schafft nicht mal diesen Sprung. Ist das mein Factory Reloaded? Jawoll. Dann kann man da wenigstens eine Baumfarm machen. Ja, das tat mir jetzt aber nicht leid. Das sieht nicht so aus, als ob hier eine Kuh in der Nähe wäre. Ja, gehen wir mal wieder zurück. Ich muss hier unbedingt dann hier irgendwie... Autsch. Bitte mal hingehen. Da es da noch neu geladen hat. Mit den neuen Mods. Na komm schon. Gut, das war knapp. Ich zück schon mal das Schwert. Da haben wir auch noch Bienen. Ja. Yeah. Da können wir uns dann auch mit mal beschäftigen. Da lang muss ich. Ja, lasst mich mal bitte in Ruhe. Mit Creepern möchte ich jetzt nicht so viel zu tun haben. Das können wir mal mitnehmen. Weil wir gerade hier sind. Clay. So. Da wir ja mit Blue Power arbeiten werden, um das Mittel zu automatisieren. Also rausziehen und dann wieder reinlassen. Deswegen habe ich das mal ein bisschen höher gesetzt. Und das war klar, dass da Zombies gespawnt sind. Allerdings können wir die mal hauen. Vielleicht haben wir Glück und kriegen Kartoffeln oder Karotten. Ha, kommt schon. Kommt zu Papa. Ich muss wenigstens bloß jeden Eimer gehauen haben. Nur ein Zombie-Kopf. Okay.
Macht nichts. Das kann da rein. Den hauen wir auch mit rein. Hat der EMC? Nö. Also du musst ihn hier hin. Nimm zufolge hat das Rubber auch kein EMC? Nö. Die können auch raus. Wir können ja mal kurz gucken. Blue Power. Und zwar wollte ich damit dann diese Pipes machen von Blue Power. Nicht die Lampen. Oder war das Blue Power? Kurz hier gucken, das ist von Tube Stuff. Und zwar diese hier. Opaque Pipes. Doch Blue Power. Nee, da war's. Ah, nee, das war von Logic. Stimmt, ja, das war ja von hier. Basic Logistic Pipes. Hatte ich ja fast verwechselt. Dafür braucht man Diamanten und Gold. Gears oder so ein Gold Chipset. Wir können es allerdings am Anfang auch erstmal mit ein paar Wooden Engine, also Wooden Transport Pipes. Okay, dafür brauchen wir erstmal Holz. Habe ich wieder nichts, nehmen wir uns mal hier was raus. Glas habe ich ja noch. So, da haben wir einmal Wooden Transport Pipe, dann brauchen wir noch eine Engine. Engine. Und zwar nehmen wir hier diese Redstone Engine. Mein Fehler, hatte ich verwechselt. Da brauchen wir erstmal einen. Ein Piston, das ging allerdings nur mit normalen Eisen. Jetzt können wir das, glaube ich, noch nicht. Es fehlen noch zwei Holzgears. Oder besser gesagt, Bodengears. So, und jetzt kann man es nämlich machen. Hebel war mit dem Stick und ein Cobblestone. Ja. Machen wir das immer, gucken, ob es klappt. Pfeil. Das muss ja noch wenigstens. Nehmen wir Cobblestone oder schon Pipe. Wir gucken einfach mal kurz bei Pipe. Stonepipe. Quarz. Brauch schon Block auf Quarz. Nee. Und Golden wäre zu OP. Void brauchen wir nicht, also machen wir doch Cobblestone Pipes erstmal. Gut, halt, haben wir mal kurz geschaut. Ist ja auch nicht so schlimm. Und das war das letzte Glas. Oh. So, dann fehlt uns halt nur noch so ein Electric Furnace. Perfekt. Das machen wir dahinter. Und rein theoretisch gesehen müsste das ja dann auch so funktionieren. Oder? Ja. Nein, das ist doch... Das war jetzt Schwachsinn. Ja, das war gerade Schwachsinn. Meinerseits. Nämlich muss das dann hier hin. Und dann müssen wir uns noch ein paar... von hier machen. Oh, Schwein gehabt. Ist nicht abgeschmiert. Okay, lassen wir das erstmal so. Dann kommt dann hier unser Electric Furnace. Ha, 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 ha. Den kriegen wir jetzt bestimmt noch hin. Electric Furnace. Da brauchen wir halt bloß den hier. Copper haben wir noch ein bisschen. Rubber auch. Rubber. Danke sehr. Das einzige, was man halt bin. Ach,
ist wirklich Eisen. 5, wir haben ja Kabelzonen, haben wir noch, da sparen wir uns ein bisschen was. Ja, man muss schon dann aufs Richtige klicken, wenn man sagt, man will plus 5 benutzen. Aha, und diesen. Na, ja, brauchst du wieder Refind. Hab ich den. Ach, den Chipset habe ich noch gar nicht gemacht. Ich. Geht doch gar nicht. Es fehlt ein Refind. Ach. Ha, Jemine, ja, Jemine. So, aber jetzt können wir es doch machen, oder? Ja, wunderbar. So, jetzt muss ich erstmal kurz wieder hier hin. Dann so. Okay. Jetzt muss ich gucken, ob das funktioniert. Ja, und hoffen, dass das hier reingeht. Ansonsten müssen wir uns ein paar Panels machen, die von hier bis hier und die dann nach oben rein. Nein, es klappt. Gut, dann können wir uns auch eine Wooden Engine machen. Aber vorerst mal was essen. Und dann können wir nämlich unsere Erze da oben reintun. Da bräuchten wir noch ein Eisen und ein bisschen Cobblestone. Wenn ich den nicht weggetan habe, habe ich allerdings. Also muss ich ganz hinter scrollen. Eigentlich hätte es gar nicht benötigt. Ein Eisen. Und dann Engine. So. Ich weiß, was noch fehlt. Ein Glas. Sonst funktioniert es ja nicht. Und zack. Und noch ein Hebel. Ach, dann mache ich mal eine Eisentruhe gleich. So, da haben wir wenigstens erstmal ein Anfangs. Na, gute Anfangskiste. Und ich muss so schnell wie möglich auf Solar übergehen. Oder machen wir sogar von der Seite. Hier die Kiste dran. So. Ich denke mal schon, dass wir erstmal jetzt auf Solar gehen. Dafür müssen wir erstmal etwas Kohle zerkleinern. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 21 oder nein, 24. Denn wir brauchen hier 8 Stück. Ich denke mal, die Kohle wird es glaube ich eh nicht rausziehen, also von daher. Da kriegt gar keinen Strom mehr, oder was? Muss ich doch HV-Kabel machen. Mach ich nochmal ein paar HV-Kabel. Da brauche ich nochmal einmal Refined Iron. 4 Rubber. Und dann tun wir noch schnell hier ausleuchten für die Folge Map. Mann. Oder zieht der alles raus?
möglich. Machen wir es mal so. Dann löscht das mal schnell aus. F7. Ah, hier ist doch einiges nicht ausgeleuchtet. Gut, dann würde ich schon mal an der Stelle hier sagen, danke fürs Zuschauen bei der Folge Map. Und nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, liken. Ansonsten halt nicht, ist vollkommen euch überlassen. Und dann sehen wir uns dann bei der nächsten Folge Map wieder. Und ab jetzt sage ich Tschüssi.